صلی علی نبینا صلی علی محمد. درس حدیث، فورتراگ aus den Überlieferungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Verehrte Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Dars-e Hadith-Reihe hier auf MTA. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفئني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفئني فيه قال فيجفعان قال فيشفعان. Liebe Zuschauer, unser heiliger Prophet Mohammed, Friede und Segen Allah sei auf ihm, sagte, das Fasten und der Koran werden am Tag des jüngsten Gerichts als Zeugen zugunsten eines Menschen sprechen. Das Fasten wird sagen, o mein Herr, ich habe diesen Mann tagsüber von Essen und Trinken und dem Verlangen nach Wünschen ferngehalten. Bitte akzeptiere zu seinen Gunsten meine Fürbitte. Der Koran wird sagen, dass ich ihn nachts vom Schlafen abgehalten habe. Bitte akzeptiere zu seinen Gunsten meine Fürbitte. Ein Anhänger des heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen Allah sei auf ihm, sagte, der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und den anderen beibringt. Liebe Brüder und Schwestern, den heiligen Koran beschreibend sagt Allah Ta'ala in der Surah Al-Baqarah, Vers 1 bis 5, ich bin Allah, der Allwissende. Dies ist ein vollkommenes Buch, es ist kein Zweifel darin, eine Richtschnur für die Rechtschaffenen, die da glauben an das Ungesehene und das Gebet verrichten und spenden von dem, was wir ihnen gegeben haben. Und die glauben an das, was dir offenbart worden und an das, was vor dir offenbart ward und fest auf das bauen, was kommen wird. Verehrte Zuschauer, der heilige Koran ist die heilige Schrift des Islam. Der heilige Koran enthält die wörtliche Offenbarung Gottes an den heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sei auf ihm. Der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen Allah sei auf ihm, zog sich öfters in die Höhle Hira in Mekka zurück, um zu meditieren. Der heilige Koran wurde vom heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sei auf ihm, wie bereits erwähnt, Wort für Wort als Offenbarung von dem einen Gott, dessen Eigenname Allah ist, in einer Zeitspanne von 23 Jahren empfangen.
Eines Tages erschien der Erzengel Gabriel und er sagte zum heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sei auf ihm, lies. Er entgegnete aber, dass er nicht lesen könne. Daraufhin lehrte ihm der Engel, lies im Namen deines Herrn. Der erschuf. Er schuf den Menschen aus einem Klumpen Blut. Lies, und dein Herr ist der Allgütige, der den Menschen lehrte durch die Feder, den Menschen lehrte, was er nicht wusste. Liebe Zuhörer, Allah sagt im Heiligen Koran, wir haben den Koran leicht gemacht, danach zu handeln. Ist also einer, der ermahnt sein mag? In einem Hadith, also in einer Überlieferung, berichtet Hazrat Musa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sagte, das Gleichnis desjenigen Gläubigen, der den Koran rezitiert und danach handelt, ist das einer Zitrusfrucht, die gut schmeckt und wohl riecht. Und das Gleichnis desjenigen Gläubigen, der den Koran nicht rezitiert, aber danach handelt, ist das einer Dattel, die keinen Duft hat, aber gut schmeckt. Und das Gleichnis desjenigen Heuchlers, der den Koran rezitiert, ist das einer Zitronenmelisse, die wohl riecht, aber bitter schmeckt. Und das Gleichnis eines Heuchlers, der den Koran nicht rezitiert, ist das eines Kürbisses, der gar keinen Duft hat und bitter schmeckt. Meine lieben Brüder und Schwestern, nun die Frage, welche Segnungen erhalten wir durch die Rezitation des Heiligen Koran? Der Heilige Koran ist eine Sammlung von Offenbarungen. Allah Ta'ala selbst sagt in der Sura 21, Vers 51, dieser Koran ist eine Ermahnung voll des Segens, die wir hinabgesandt haben. Wollt ihr sie nun verwerfen? Liebe Zuhörer, hier weist Allah uns Menschen darauf hin, den Heiligen Koran aufmerksam zu lesen und dadurch viele segensreiche Dinge zu lernen. Der zweite Kalif der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radiallahu ta'ala anhu, sagte, der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen Allah sei auf ihm, sagte, dass Allah den Gottesdienst liebt, der regelmäßig vollzogen und niemals unterlassen wird. Er sagte, also der zweite Kalif der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, auch meine persönliche Erfahrung bestätigt diesen Punkt. Jedes Mal, wenn ich sehr beschäftigt damit bin und nicht dazu komme, den heiligen Koran zu rezitieren, fühle ich mich bedrückt. Und die anderen Arten des Dienstes an Allah sind davon ebenfalls nachteilig beeinflusst. Kurzum, man sollte den heiligen Koran täglich rezitieren. Liebe Zuschauer, seine Heiligkeit, der fünfte Kalif der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, hat in einer Freitagsansprache auf die Segnungen der Rezitation des heiligen Koran aufmerksam gemacht. Er sagte, dass es sehr wichtig sei, die Liebe zum Heiligen Koran in die Herzen von Kindern zu setzen. Die Rezitation des Heiligen Koran am frühen Morgen zeigt Kindern die Wichtigkeit der Rezitation auf. Verehrte Zuschauer, der Koran als Quelle für unendliche Wissenschaft, Weisheit und Glück ist ein erhabenes Buch, das mit seinem Licht die Welt erleuchtet, Heilung für die Seelen, Anlass für ein starkes Gewissen und einen festen Glauben der Menschen ist so wie den Verstand und die Herzen erleuchtet. Um den Sinn des Lebens zu verstehen, liebe Zuschauer, ein guter Muslim zu sein und die Sorgen und Nöte des Lebens zu überwinden, sollten wir uns in diesem Sinne dem Koran zuwenden und uns von ihm ermahnen lassen. Wann immer die Menschheit sich dem Koran zugewendet und ihn als Wegweiser angenommen hat,
haben die Personen und Gesellschaften auch Glück erlangt und hohe Zivilisation hervorgebracht. Liebe Zuhörer, im Heiligen Koran liegt unser Leben. Der verheißene Messias und Imam Mahdi, der Begründer der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, sagte: Verlasst den Heiligen Koran nicht wie eine entfallene Sache, denn darin allein liegt euer Leben. Jene, die den Koran ehren, werden im Himmel geehrt werden. Jene, die dem Heiligen Koran gegenüber jedem Hadith und jede Aussage den Vorzug geben, werden im Himmel Vorzug erhalten. Es gibt nun für die Menschheit auf dieser Erde kein Buch, denn den Koran. Und für alle Kinder Adams gibt es nun keinen Propheten und Fürbitter, denn Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, den Auserwählten. Liebe Zuschauer, des Weiteren sagte einst der verheißene Messias, a.s.w., so seid wachsam und begeht keinen einzigen Schritt gegen die Lehre Gottes und die Leitung des Heiligen Korans. Ich sage euch für wahr, jeder, der von den 700 Geboten des Heiligen Korans auch nur ein einziges missachtet, der schließt mit seinen eigenen Händen die Tür zur Erlösung für sich. Die wahren und vollkommenen Wege zur Erlösung wurden durch den Heiligen Koran eröffnet. Alle anderen sind nur sein Schatten. Lest darum den Heiligen Koran mit Aufmerksamkeit und ihr sollt ihn über alles lieben, so sehr, wie ihr noch nie etwas anderes geliebt habt, so wie Allah mir mitgeteilt hat. Das heißt, dass alles Gute im Heiligen Koran enthalten ist und das allein ist die Wahrheit. Bedauernswert sind die Leute, die etwas anderes dem Heiligen Koran vorziehen. Die Quelle eures jeglichen Erfolges und eurer Erlösung liegt im Heiligen Koran. Es gibt für euch kein religiöses Bedürfnis, das ihr nicht im Heiligen Koran findet. Das waren die Worte des verheißten Messias, a.s.w., liebe Zuschauer. Liebe Zuhörer, jeder von uns sollte sich selbst prüfen, inwieweit er den Heiligen Koran liebt, an seine Gebote glaubt und sich bemüht, danach zu handeln. Es gibt verschiedene Ausdrucksweisen der Liebe. Das Wichtigste ist, wozu sich jeder Muslim verpflichten sollte, ist die regelmäßige Rezitation von mindestens 2 oder 3 Ruku, also Unterteilung des Heiligen Koran. Der nächste Schritt ist das Lesen des Heiligen Korans mit Übersetzung. Durch das tägliche Rezitieren des Heiligen Korans mitsamt Übersetzung will diese schöne Lehre allmählich ganz unbewusst den Verstand durchdringen. Und so würde man dann auch vom Heiligen Koran, auch von der Lehre profitieren. Liebe Zuhörer, das heutige Dars möchte ich mit einer schönen Aussage eines Nicht-Muslims. Liebe Zuhörer, die Betonung liegt auf einer Aussage von einem Nicht-Muslimen beenden. Dieser sagte, nachdem er den Heiligen Koran durchgelesen hatte: Ich lege dieses Buch immer unter meinem Kissen und schlafe damit ein. Er sagte, dieses Buch ist aufgrund der Gebote und Verbote wie ein Navigationssystem, welches uns an unserem Ziel bringt. Dieser Koran zeigt uns, wie wir durch die Straßen unseres Lebens gehen sollten. Also kurzum, der Heilige Koran ist ein Wegweiser. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.